So, Aufnahme läuft. Ja, dann begrüße ich euch erstmal alle zum Sonntagsplausch heute am 13.8. Das Wetter hier ist richtig gut, nicht so die letzten Tage, hat ja doch dann mächtig geschüttet. Ja, wir schauen uns mal an, was die letzten Tage so passiert ist bei Bitpanda. Ich blende jetzt, was hinter dem Video zu sehen ist, mal die neuen Coins ein oder den, ja, Twitter-Channel ist, heißt ja jetzt X. Ja, da gibt es einmal FIO-Protokoll seit dem letzten Plausch. Dann haben wir DIA. Sagt mir eigentlich auch nichts. Dann gab es Combo. Und einer ist, glaube ich, noch Alcala. Alcala, also sind alles Coins, die mir so nichts sagen. Aber gut. Wieder vier neue und ja, es werden immer mehr. Ich weiß gar nicht, ob sie auf Twitter auch die ganzen, die Aktien, wenn es da neue gibt, ob die da gepostet werden. Ich sehe hier eigentlich immer nur Kryptowährungen. Aber gut, ist dann so. Und ja, die vier Coins sind neu. Ah, hi Lederlocke, auch wieder am Start. Grüß dich. Und ja. Vier neue Coins. Ich habe keinen davon. Ich weiß nicht, ob ihr davon was geholt habt. Dann schauen wir noch mal nach dem Cash Plus. Und zwar sind die Zinsen wieder erhöht worden. Mittlerweile gibt es jetzt ja, 2,86% auf Cash Plus. Und ich habe gerade mal, ich war noch gerade im Account drin, also bei VIP 5 sind es 3,27%. Und da kann man schon mit leben. Also die erste Auszahlung ist auch schon gekommen. Ich hatte ein bisschen was von dem Ripple Gewinn noch im Cash Plus gelassen und ein paar Cent, ich glaube 50 Cent oder 49 Cent habe ich da jetzt schon eine Auszahlung gekriegt. Aber besser als wenn es so rumliegt und eben nichts produziert, das Geld. Ja, dann ist noch ChainGPT. Genau, ChainGPT ist noch als Spotlight. Da sind, glaube ich, heute noch 2 Tage oder nee, 3 Tage, knapp 3 Tage. Ich glaube 2 Tage und 17 Stunden müssten jetzt noch sein. Bis zum Claim, also alle in den Bitpanda-Account rein. ChainGPT, 180.000 Token und wird dann gelauncht am 16.8. um 14 Uhr. Also, das ist, ich weiß gar nicht, der 11., 12. oder 13. Müsste das schon sein, der 11., ja, der 11., 12. oder 13. Spotlight. Und ich glaube, Henry hat letztes Mal durchgerechnet, als VIP 5 sind es jetzt ungefähr 80 Euro. Nee, Quatsch, 80, nicht 50 Euro, 80. Aber immerhin geschenktes Geld. Ja, was gab es noch die Woche? Die Woche war noch das Webinar. Jetzt frage ich mal, 6 Leute sind drin. Hat einer das Webinar mitbekommen hier im Chat? War einer dabei? Ja, es ging 26 Minuten. Rennestag leider nicht. Die, ja, war okay. Ich fand es auch okay. Ah, hier ist Ledersocke. Ledersocke, wenn du sprechen möchtest, melde dich nochmal. Nimm dich mit hoch, ich nehme dich aber auch gleich. Musst du das jetzt da ist er, bestätigen. Ja, nur ganz kurz, hallo. Ich wollte Hi. sagen, ich habe es leider verpasst, aber so wie ich mitbekommen habe, ist ja eh nur auf Englisch. Mein Englisch ist nicht schlecht, aber zum so ein Gespräch verfolge, es wäre dann doch ein wenig zu anstrengend wahrscheinlich für mich. Ja, ich sag mal, Henry hat jetzt auch in seinem letzten Video noch nicht viel dazu gesagt. Ich wollte es heute ein bisschen besprechen, was alles passiert ist, weil wir dürfen es nicht aufnehmen. Ich hatte vielleicht vor, es zu übersetzen auf Deutsch, aber ja, also es durfte nicht aufgenommen werden. Es gibt eine Aufzeichnung für alle VIP 5. Da gab es eine E-Mail und da ist jetzt auch der Link dazu, dass man es wieder als VIP 5 eben anklicken kann und sich nochmal angucken kann. Und ja, das war ein bisschen schwierig, da reinzukommen, weil über diesen Google Mail musste man seine E-Mail-Adresse auch angeben, die man auch dahin geschickt hat zur Anmeldung. Da musste ich mir erst mit dieser E-Mail-Adresse noch ein Google Mail-Konto erstellen. Also war ein bisschen umständlich, haben auch nicht alle geschafft. Aber ich denke mal, 26 Minuten, es war schon interessant, was sie so erzählt haben. Also es waren 4 Punkte eigentlich. Als erstes, es war wie heißt noch Schleusen, mit dem Henry auf jeden Fall mal das Interview gemacht hat. Schleusendorf heißt er, glaube ich, der war da. Und noch jemand.
Die Namen, ich blende mal einen Screenshot ein. Ich denke mal, ein Screenshot wird nicht verkehrt sein oder darf man vielleicht machen von dem Webinar jetzt fürs Video dann. Und ja, die haben ein bisschen drüber geplaudert, was so los ist im Bitpanda Club. Und als erstes mal ging es darum, warum der gelauncht worden ist, was eigentlich so der Sinn dahinter ist. Haben sie ein bisschen drüber gesprochen. Dann haben sie eine Umfrage gemacht, da konnte man sich anmelden. Es gibt irgendwie einen Klient, menti.com, da kann man sich konnte man sich mit einem Code anmelden. Und dann konnte man interaktiv am Webinar teilnehmen. Genau, Marco Schleusinger. Dankeschön, die. Ich hatte es jetzt echt nicht mehr auf dem Schirm gerade. Und genau, Nee, es war auch noch dabei. Zu zweit waren sie. Und bei mir hat er im Vornamen immer Geschmack angezeigt bei Nails. Das war wohl die Übersetzung, weil ich irgendwie auf Deutsch geschaltet hatte. Ich hatte den richtigen Namen von ihm gar nicht drin. Ja, und wie gesagt, die haben dann nochmal, man konnte interaktiv teilnehmen. Man konnte sich mit dem Code dabei bei menti.com anmelden. Und dann haben sie eben Fragen gestellt. Einmal, ob man Bitpanda oder auf welcher Skala von 1 bis 10 man Bitpanda weiterempfehlen möchte oder würde an Bekannte, Verwandte. Dann ging es noch darum, ein Wort, mit dem der Bitpanda Club beschrieben werden würde. Das war ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich es einblenden darf. Ich blende es einfach mal ein dann auch fürs Video, ein Screenshot. Das sah echt cool aus. Jeder durfte sozusagen ein Wort schreiben. Irgendeiner hat dann auch, ich glaube, Henry Hart mit reingeschrieben und ich glaube, Lukas 40 aus dem Team 40 war auch mit dabei, den konnte man sehen. Ja, dann war es noch so, was wollt ihr bei Bitpanda oder im Bitpanda Club sehen? Da konnte man auch eintragen, was man gerne haben möchte. Es waren auch viele, viele Sachen und ich denke mal, das war dann auch so eine, die gucken sich das ja an, die hören sich das ja an, dass man sich vielleicht da wieder was von annimmt und dass da demnächst wieder was passieren könnte oder gelauncht wird. Ledersocke, man hört dich nicht. Man müsste es ein bisschen lauter machen. Kannst du das im Discord einstellen? Ich hab gar nicht gesprochen. Ach so, da war aber irgendwas. Es war dein. Ja, ich habe jetzt dir aufmerksam zugehört. Ja, auf die Übersetzung habe ich tatsächlich gewartet und da dachte ich so, warum kommt das nicht? Aber dass das rechtliche Gründe hat, ja, daran habe ich nicht gedacht, ja. Ja, ich sage mal auf eine Art, sie machen das für die VIP 5 und es soll ja auch eben dann exklusiv für diese Leute sein. Und wenn es dann 2 Tage später auf YouTube oder irgendwo hochgeladen wird, dann verfehlt das vielleicht auch ein bisschen den Sinn. Ich denke mal, also berichten darf man drüber, dann werden auch alle erfahren, eben was es da gegeben hat. Und so weltbewegend war es nicht. Es war das Erste, es war eine Vorstellung und ich denke mal, dass die nächsten Webinare, dass da doch das eine oder andere Interessante dabei rumkommt. Ich denke, man weiß ja auch jetzt schon ganz genau, was die Community will. Ja, aber das, wie gesagt, konnten sie jetzt auf jeden Fall, die VIP 5 konnten sie jetzt mit einem Wort reinschreiben. Da war vieles bei, da war Launchpad mit bei, da waren einige Sachen mit bei. Und da werden sie sich garantiert das eine oder andere oder die viel genannten Sachen rausgesucht haben oder auch mal rausgeguckt haben und vielleicht dann demnächst davon was launchen. Ich hoffe es mal. Ja klar, da warten wir ja alle drauf. Ja, stimmt. Ja, was gab es noch Neues? Den Bestgeburtstag gab es, ganz genau. Der Bestgeburtstag, ich blende es auch mal ganz kurz ein hier bei Twitter oder X. Der 4. Bestgeburtstag war am 7. August und da haben sie Gewinnspiel gemacht, klicke ich mal eben drauf. Also man kann was gewinnen und zwar bis zum 21. August haben sie 4 Gewinnspiele gemacht. Und einmal ist es, wer 50 Euro in Best kauft, der hat die Chance haben 5 Leute die Chance, 500 Euro in Best zu gewinnen. Ja, bin ich voller Hoffnung noch. Ja, ich habe es auch mal gemacht. Ich habe den Sparplan eingestellt und bin hier auf Pandos gegangen, aber da habe ich jetzt nochmal 50 Euro rein. Da habe ich noch eine Frage. Henry sagte, man müsste ein bisschen mehr
rein, damit die 50 auch erfüllt sind. Das ist hier nur beim Swap so, weil wenn ich jetzt 50 Euro in bar, da habe ich auch erst nachher dran gedacht, habe dann 50 Euro hingeschickt und es sollte doch reichen. Also damals bei den Gewinnspielen war es so, das war meine Aussage, dass die 50 Euro reichen. Ja, wobei ich habe aber auch ein bisschen mehr, ich habe 55 Euro investiert. Aber damals war meine Ja, Aussage eigentlich, dass es reicht. Ob sie jetzt was dran geändert haben, weiß ich nicht. Aber vielleicht zur Sicherheit nochmal irgendwie, vielleicht ein bisschen Best, 2 Euro Best swappen in Geld und dann nochmal davon 2 Euro Best kaufen, dann sollte es eigentlich reichen. Denn Mehrfachkäufe zählen ja auch. Wer jetzt mehrfach kauft, okay, das zählt auch. Und bis zum werde ich mal 21. befunden. Bis zum 21. ist ja noch Zeit. Werde ich morgen tun, wenn die neue Rivat kommen. Ja, genau. Oder man kann ja auch dann zur Not das Spotlight swappen. Wenn es denn mehr als einen Ach Euro so. geben sollte. Aber Möglichkeiten gibt es Ach ja da. ja, richtig, genau, so mache ich's. Möglichkeiten gibt es ja da. Ich Ja, schieb's ja dann. eh immer gleich ein bisschen rein, ja. Genau. Und dann gibt es noch was zu gewinnen, wenn jemand zwei Level aufsteigt. Ist natürlich für Level 4 und 5 uninteressant, da es leider keinen Level 7 gibt. Aber Ja, oder? ich denke mal, das ist für die Leute, die jetzt wieder neu dazukommen, die haben die Chance dann von Level 0 auf Level 2, weil das zählt auch dazu, als zwei Level eben aufzusteigen und da auch was zu gewinnen. Und dann als letztes war noch eine Trading Competition oder als drittes war eine Trading Competition. Das ist dann wieder für die Leute, die eben ein bisschen mehr Geld haben. Wer dann in dem Zeitraum die meisten Best kauft, ich gucke mal eben einmal, der kriegt ja 3000, 2000 und 1000 Euro. Gut, die Leute werden sich einiges am Best kaufen, kriegen das Geld dann noch dazu. Aber es werden vielleicht auch wieder dadurch der ein oder andere eben wird 5 dazukommen und man hat es ja auch gesehen, also im Nachhinein, wo das Geburtstagsspiel gestartet wurde, ist Best ja auch ganz gut gestiegen in der Zeit oder da, kurz danach. Ja, ist ganz stabil. Ja, Tremi schreibt gerade, ich habe auch um die 60 Euro gekauft, weil ich auch nicht weiß, ob die Gebühren dazu zählen. Wie gesagt, ich mache es auch immer, ich kaufe immer für ein bisschen mehr. Die Aussage war mal damals, dass 50 Euro reichen. Aber ob es dann noch genau passt, man weiß es nicht. Und gewinnen kann man was. Also ich habe wirklich schon mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Spiel war bei Bitpanda, 200 Euro in Bitcoin gewonnen. Und das habe ich überhaupt nicht gemerkt, weil das war damals noch so, dass Bitpanda irgendwie gar keine Nachricht geschickt hatte, auch keine E-Mail. Und irgendwann habe ich da mal durchgeguckt und dachte mir, wo kommen denn die Bitcoin her? Weil ich hatte auch schon ein bisschen Bitcoin auf der Wallet drauf und habe es echt nicht gemerkt. Ich habe es erst ein halbes Jahr später gemerkt, dass ich 200 Euro in Bitcoin gewonnen habe. Schön. Ja, nimmt man da mit? War ganz gut. Ja, klar. Ja. Ja, habt ihr noch Fragen? Gab es sonst noch was? Eigentlich Ja, die. Frag mal. ich hätte noch eine Frage zum Thema Sicherheit, ob da jemand schon Erfahrung gesammelt hat. Ich wollte eigentlich, als WIP5 hat mir die Möglichkeit, ein Ticket zu schreiben. Das habe ich nur einmal gemacht, schon länger her. Aber den Wunsch äußern, dass quasi die Coins in Best überhaupt nicht versendet werden könne oder getauscht werden könne. Das sollte doch möglich sein, oder? Also als VIP 5 kann man die Coins sperren lassen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob man alle sperren muss oder, weil ich habe es auch noch nicht gemacht, oder ob man auch einzelne sperren kann. Aber ich glaube, ich denke mal, man müsste auch einzelne sperren können. Klar, muss man natürlich per Ticket angeben und ja, dann ist es auch nicht mehr, dann können die auch nicht mehr geswappt werden oder so. Ganz Und genau, darum ja, geht's. ich denke mal, das macht schon Sinn. Für manche, also ich werde mich da jetzt auch mal demnächst drum bemühen, ein paar Sachen von mir auf jeden Fall auch sperren zu lassen, weil ich habe auch meine Ether, die ich da im Stake habe. Ich meine, gut, die sind eh noch gesperrt, weil man sie nicht auszahlen oder nicht entstaken kann. Aber wenn das mal soweit ist irgendwann und auch ein bisschen an Bitcoin-Position, das halte ich eigentlich auch. Und gut, die Sachen, die ich dann so
zum, ja, nicht traden oder zocken, aber ich habe so ein paar kleine Positionen noch, die ich dann ab und zu mal tausche. Ja, da werde ich dann auch mal gucken. Was vielleicht auch eine gute Sache wäre, eine coole Sache wäre, wenn man genau, wenn man sagen könnte, so genau VIP 5, also 50.000 Stück sperren von Best, dann können die Leute, die eben noch weiter traden oder die Rewards swappen wollen, könnten das weitermachen und braucht es nicht immer wieder auflösen. Aber das ist mal ein gutes Thema. Ich denke mal, da werden wir uns später nochmal drüber unterhalten. Ich werde mal danach fragen, vielleicht auch mal ein Ticket schreiben, wie das jetzt genau laufen soll. Denn ja, ich denke mal, es ist eine gute Sache, weil schon dem einen oder anderen ist das Portfolio ja wirklich schon mal ausgeräumt worden. Ja, ja, eben. Ja. Also sehr gerne das Thema nochmal anschneiden, ja. Ja, ich werde mal ein Ticket schreiben und soll mal genau erklären, was jetzt genau gemacht werden kann damit. Und dann werden wir es im nächsten, oder sobald ich Bescheid habe, dann im folgenden Plausch werden wir es dann mal wieder besprechen. Ja, sehr gut. Ja, und wie gesagt, mehr war, glaube ich, nicht. Ich gucke jetzt noch mal kurz bei Twitter rein. Einmal hier auf den Nee, das Cash Plus, wie gesagt, ist erledigt, hat dann auch gekriegt. Ja, dann können wir es so machen. Der Henry hat mir gesagt, oder ich habe vorhin, wie gesagt, mit ihm gesprochen, dass wir was verlosen können. Er hat noch eine Best Cap und noch ein Best T-Shirt in M. Jetzt sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist jetzt jemand dabei? Ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm. Bitte mal kurz in den Chat schreiben, weil letztes Mal haben wir jemanden vergessen. Ach, jetzt kommt der Lukas noch dazu. Hi, Lukas. Wie gesagt, letztes Mal haben wir jemanden beim Gewinnspiel vergessen und der sollte dann zwei Lose bekommen. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Wenn der jetzt nicht dabei ist, dann, das hatten wir besprochen in der Telegram-Gruppe von Henry. Da gucken wir dann, da gucke ich nochmal rein, dann kriegt er beim nächsten Mal eben zwei Lose. Und diesmal Ledersocke, letztes Mal hatten wir dich auch nicht dabei. Du kommst jetzt aber dadurch, dass du Sprecher bist, hatte Henry das wohl übersehen. Kommst jetzt aber mit in die Verlosung rein. Ja, ja, nee, ich brauche unbedingt ein Panthos Cap. Nee, Panthos Cap hat er, glaube ich, nicht mehr. Panthos hat er nicht mehr. Nee, der Henry hat nicht, nee, der hat nur das Best. Das habe ich bei ihm auch gewonnen, aber Panthos brauche ich noch unbedingt. Wenn es halt möglich ist. Ich stelle mich dann auch gerne hinter an und zum späteren Zeitpunkt. Ich glaube, ich werde auch nochmal nachfragen beim bei Bitpanda. Damals der Max hatte mir so ein kleines Merch-Paket mit Panthos Cap und es war dann noch beim T-Shirt und war noch was. Ich glaube, zwei T-Shirts, genau. Ein schwarzes, ein weißes und ein Cap. Und jetzt ein bisschen Merch haben sie ja. Achso, ja, Merch. Habt ihr oder hast du dein Merch schon bekommen, Ledersocke? Dein Paket, die Tasse? Na, ich hab noch nicht bekommen, aber Henry hat kürzlich gesagt, die letzten Pakete sind jetzt raus. Wird unterwegs sein, nehme ich an. Ja, ja. Ich habe es auch. Kommt die aus Österreich? Ja, kommt die aus Österreich nach Deutschland? Ich habe es auch erst vor zwei Tagen bekommen. Und ja, gut. Na, du meinst das von Bitpanda da, die Level 5er. Von ja. Bitpanda selber. Das habe ich auch noch nicht. Ach, das noch nicht? Ja, das meinte ich von Bitpanda für die 5er Level. Also die Tasse, die Flasche und das Cap. Ja, ja, aber das war ziemlich schlecht verpackt. Also es war ziemlich schlecht verpackt. Also es ist durcheinander geflogen. Bei mir stand der Karton hochkant und gut, dass nicht kaputt gegangen ist. Aber ich hatte auch ein Foto gesehen, bei jemandem war die Tasse kaputt, aber ich denke mal, da wird es dann Ersatz geben. Aber da muss auch noch ein bisschen was passieren, dass es dann besser verschicken, solche Sachen. Ja, klar. Ja, Clever schreibt noch, man muss aber auch dazu sagen, dass die betroffenen Kunden, bei denen das Konto leergeräumt wurde, keine Sicherheitslücke bei Bitpanda war, sondern die Sicherheitslücke bei den Kunden, ja, ist meistens so. Also ich sag mal so, in 95% bis sogar fast 99% sitzt der Fehler dann eben vorm Rechner. Es ist so, mir ist es auch schon mal passiert, dass ein Konto von mir, also kein Kryptokonto, aber auch ein bisschen Geld abhanden gekommen, damals ein Pokerkonto war das, ist gehackt worden. Und seitdem bin ich aber auch dann noch mehr auf Sicherheit
bedacht und man sollte es wirklich machen. Also alle, die jetzt ein Bitpanda-Konto haben, auf jeden Fall Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten und am besten eine E-Mail-Adresse nehmen, die nur für ich Bitpanda denk, ist. Ja. Und ich denke, ja. Ich denke mir aber, wenn diese erstmal einloggen können. Ich habe ja übrigens meine Zwei-Faktor-Authentifizierung auf einem anderen Smartphone, falls da wirklich mal das Handy gehackt werden kann. Dann ist das noch eine zusätzliche Sicherheit. Aber wenn die erstmal ins Konto können, können sie immer wieder probieren. Und vielleicht haben sie auch mal Glück. Ja, deshalb noch eine weitere Sicherheitsstufe wäre nicht schlecht. Ja, ich denke mal, es ist schon recht gut gesichert, Bitpanda. Also man hat ja auch noch nichts gehört, dass irgendwie ein Hack passiert ist. Dann guckt, Lukas schreibt doch gerade noch, Auszahlungssperre hatten wir uns vorhin schon drüber unterhalten, Lukas. Auszahlungssperre als WIP5, ja, da hatten wir uns vorhin schon drüber unterhalten. Da werden wir beim nächsten Mal mal drüber sprechen, wie das funktioniert, was man da alles, oder weißt du das, was man da, kann man auch einzelne Coins sperren? Oder kann man es nur gesamtsperren bei der Auszahlungssperre? Also ich wusste es nicht ganz genau. Ja, Gesamtkrypto. Also kann man keine einzelnen Coins sperren, dass man sagt, jetzt ich möchte nur Best sperren und mit den anderen vielleicht noch mit den kleinen Positionen, die dann noch handeln können. Weil das wäre vielleicht so ein Feature, dass man sagt, so die und die und die Positionen eben sperren und dann mit dem Rest, was ich aber doch noch verkaufen möchte, zwischendurch mal oder mit dem ich ein bisschen traden möchte oder zocken möchte, dass man das frei hat. Ja, wenn du jetzt schreibst, dann können die Angreifer auf den jeweiligen Coin swappen und dann auszahlen, aber nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Best sperre. Und sagt so, mit Best kann aber nicht geswappt werden, wenn das jetzt das Feature wäre. Sondern nur, wenn ich jetzt, ich sag mal jetzt mal 5 Positionen im Portfolio habe, dann 4 davon sperren, womit nichts gemacht werden kann. Und eine, in die man eben auszahlen kann. Oder eine, die dann eben frei handelbar ist noch. Eigentlich bräuchte man vielleicht nicht einmal die Coins sperren, einfach das Versenden sperren, komplett sperren. Ich werde nie Coins versenden, wahrscheinlich. Ja, wäre vielleicht auch eine Option, aber trotzdem hättest du dann erstmal, wenn sich jemand einloggt und der das probieren würde, die ganzen Swap-Gebühren. Wenn er jetzt, ich sag mal, alle deine Best in Bitcoin swappt, dann hast du ja auch einen Schaden dadurch entstanden, auch wenn er seine nicht versenden kann. Dann hast du auf einmal, lass jetzt mal jemanden, ja, das schaue ich. 100.000 Euro in Best haben. So, und dann sind es ja auch eigentlich eine Menge Gebühren, die da entstehen. Und das wäre dann auch. Ja. Ja, lockt Auszahlungskonto und ja, Versandsperre. Dann müssen Sie das, wie gesagt, so ein bisschen variieren, das wäre gut. Genau. Ja, gut, ich schaue jetzt mal, wir sind jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich bin mal für eine Minute still, Ledersocke. Vielleicht kannst du ein bisschen, ich schreibe jetzt mal die Namen rein und dann sieht man es diesmal bei mir auf dem Bildschirm direkt, wie es... Dann kannst du gerne machen, lass dir Zeit, aber zu viel zum Reden habe ich nicht. Aber zu dem Cash Plus muss ich sagen, ich war jetzt nur 4 Tage in Italien, habe mir da 400 Euro auf Karte geladen, also vom, und das hat ein wenig, also ich habe dann zuvor 400 Euro überwiesen aufs Konto, Cash Plus, habe für 3 oder 4 Tage dann im Nachhinein 20 Cent bekommen an Zinsen. Ja, nicht schlecht. Kleinbeträge, klar, aber man freut sich trotzdem. Ja. Und ich denke mal, also jeder, der da... Das ist jetzt fast so, als wenn ich als Rentner eine Pfandflasche finde. Ja. So. Jetzt fällt mir gerade nichts ein. Ja, irgendwie, aber du hast hier bald. Irgendwie funktioniert das auch mit dem Schreiben hier komischerweise nicht. Moment. Ja, macht so ein bisschen Probleme hier.
Jetzt geht's. Aber ich muss, wie gesagt, die Leute eben noch eintragen weiter. Nicht, dass ich jetzt auch noch einen vergesse. Sprichst du eigentlich vom Handy aus, also vom Smartphone oder vom Desktop? Ich bin vom Computer, habe das Mikro, also das Setup, was ich normal auch habe. Fünf haben wir jetzt. Ja, ich hatte wie gesagt ein bisschen Probleme, der hat den Cursor irgendwie nicht genommen. So, einen kleinen Moment noch. Oh, ich habe 14 Meldungen in den Kommentaren. Gibt es ja einiges zu lesen. So, ich stelle jetzt mal eben durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sind wir 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir sind nur 8. Dann ist einer doppelt. Ah ja, ich glaube, ich habe es. Ich habe schon auf Gewinner gedrückt. Jemand war doppelt drin, der hat allerdings nicht gewonnen. Es hat Renef gewonnen. Weil dadurch, dass ich. Glückwunsch, dadurch, ihr seht es nachher im Video, dadurch, dass ich in den reingeklickt habe, hat sich das schon gedreht, das Rad auf dem Bildschirm. Aber ihr seht, Renef hat gewonnen. Ja, gut, das mit den Gewinnspielen muss ich dann auch ein bisschen üben. Aber ja, Glückwunsch, Renef. Du wirst dann gucken. Das vielleicht mit Henry in Verbindung setzen, wenn er dann kommt, ob du ein T-Shirt oder die Kappe, die Cup haben möchtest. Ach, hi, Dr. Best ist gerade mit drin. Wir haben gerade das Gewinnspiel. Ja, wieder weg. Ja, René, wie gesagt, da kannst du überlegen, wieder, ob du ein T-Shirt oder die Kappe haben möchtest. Und ja. Jetzt haben wir eine halbe Stunde rum. Ich denke mal, viel mehr haben wir jetzt nicht, was war. Dann würde ich das jetzt auch beenden. Und dann können wir noch ein bisschen in die Plauderecke gehen. Dann, ja, Ledersocke, bedanke ich mich, dass du mich wieder unterstützt hast. Ja, ein bisschen, war ja nicht viel. Ist ja immer wieder schön, wenn man sich trifft, genau. Ja, klar. Okay, ich sag dann ciao und wir sehen uns gleich in der Plauderecke. Bis nächste Woche. Tschüss.